Heute spielen wir mal Business Bullshit Bingo. Habe ich noch nie gemacht, aber es gibt so eine Begrifflichkeit, die hat mich in den letzten Monaten immer mal wieder tangiert und das regt mich so auf, dass ich heute direkt mal eine Videofolge dazu machen muss. Vielleicht hast du diesen Begriff schon mal gehört, Under Promise and Over Deliver. Wird ganz, ganz viel in der Coaching-Szene genutzt und eine Menge Coaches, eine Menge Berater empfehlen anderen Coaches und Beratern, versprich wenig und überzeuge dann durch irgendetwas, was du on top lieferst und damit bist du der Held bei deiner Zielgruppe, weil die Erwartungshaltung war ja nicht so hoch und du bringst einfach mehr. Und ich möchte dir mit diesem Video sagen, dass das der größte Blödsinn ist, den dir irgendjemand erzählen kann. Weil was erzeugst du denn damit? Die Wahrheit hinter Under Promise and Over Delivery bedeutet, versprich Durchschnitt und liefere das Erwartbare. Das steckt hinter dieser Geschichte. Denn ganz ehrlich, stell dir mal vor, du hast jetzt auch noch ein tagesformabhängiges Geschäft. Du bist ein Coach, du bist ein Seminaranbieter und natürlich kannst auch du mal einen schlechten Tag haben. Wenn dein Anspruch für deine Teilnehmer jetzt ist, dass du mit einem Under-Promise unterwegs bist und du hast einen echt miesen Tag, ja, dann bleibt das Erlebnis für deine Kunden auch nur bei Under-Promise. Für Over-Delivery fehlt dir die Energie. Und das ist natürlich ein ziemlich blödes Erlebnis für die Menschen, die vielleicht bei dir gerade eine Menge Geld gelassen haben für dein Event, für dein Seminar, für dein Coaching, was auch immer. Und das spricht sich im Markt auch relativ schnell rum. Witzigerweise gibt es ein paar Anbieter im Markt, ich möchte jetzt auch gar keine Namen nennen, aber die haben aus dieser Geschichte sogar ein komplettes Businessmodell gemacht. Sie triggern mit irgendeinem Punkt deinen Schmerz. Sie triggern irgendetwas, was dir wehtut, was dich stört, wo du dran arbeiten willst. Und sie laden dich mit Under Promise ein auf irgendein Event, wo sie dir dabei helfen wollen, an deinem Problem zu arbeiten, deinen Schmerz in Lust zu transformieren und daraus für dich tatsächlich ein Erlebnis zu bauen. Und was auf diesen Veranstaltungen dann passiert, ist Folgendes. 80% ist das, was du bekommst. Under Promise. 10% werden dir verkauft als Over-Delivery. Und weißt du, was mit den letzten 10% ist, die dir noch fehlen? Sie werden dir als Upsell verkauft, weil ohne diese 10% wirst du nie diesen gnadenlosen, irre, super-duper Durchbruch gewinnen. Und deswegen brauchst du das nächste High-Speed, Super-Performance, sonst was Coaching. Und das ist natürlich etwas, was Menschen irritiert. Was Menschen verstört, was Menschen das Vertrauen nimmt in diese gesamte Szene, in diese gesamte Anbieterbranche. Weil wenn du ein Produkt anbietest, dann bitte biete doch an, dass du sagst, ich verlange einen Preis für ein absolut Top-Produkt. Ich liefere das Beste und ich schaffe Resultate und mein Produkt ist in sich konsistent und abgeschlossen. Mein Teilnehmer braucht nachher nicht noch ein zusätzliches Seminar, damit er diese Weiterbildungsmaßnahme für sich abschließen kann. Das ist echtes Promise. Das hat was mit Lieferung und Leistung zu tun. Also geh raus und versprich nicht einfach irgendetwas, was durchschnittlich ist, sondern das Beste, was du leisten kannst. Weil dann misst du dich in deiner Performance auch an genau diesem Versprechen und nicht an irgendeiner durchschnittlichen Leistung. Für mich ist das ein extrem wichtiges Thema, weil ich habe eben leider Gottes schon eine Menge von diesen Menschen kennengelernt und ich habe auch eine Menge Menschen kennengelernt, die mir von ihren Erlebnissen erzählt haben bei genau solchen Anbietern. Und das hat für eine Menge Frustration gesorgt und eben auch für einen absoluten Vertrauensverlust in derartige Dienstleistungen, in derartige Produkte. Das heißt, wenn du selbst mit dem Thema unterwegs sein solltest, ein Coaching-Business zu starten oder du eins hast, dann nutze bitte deine Kraft, deine Energie, deine Power, deine Erfahrung dafür,
ein in sich geschlossenes, mit Resultaten belegbares und sofort umsetzbares Produkt, eine Dienstleistung aufzusetzen, mit der dein Absolvent, dein Teilnehmer, dein Coachee nachher auch wirklich was umsetzen kann. Und wenn er dann sagt, ich wünsche mir eine Unterstützung, weil ich möchte gern den nächsten Schritt gehen, dann kannst du für ihn doch definitiv auch ein weiterführendes Produkt, ein Level-Up oder was auch immer es ist, bereithalten. Aber wenn du hergehst und sagst, nur wenn du nach dem Abschluss dieses Seminars noch ein weiteres Upsell-Produkt kaufst, bist du dann richtig und dann erst bist du sauber aufgestellt, dann ist das Abzocke. Dann hat das nichts damit zu tun, dass du dem Menschen, der gerade bei dir für teuer Geld eingekauft hat, eine Dienstleistung erbringen willst, mit der er abgeschlossen auch etwas erreichen kann. Das ist mir extrem wichtig, weil momentan ist das ein ziemlich übles Thema, was im Markt rumgeht. Natürlich verabschieden sich durch die Corona-Krise auch ein paar von diesen Marktteilnehmern, aber für dich, falls du dieses Thema als Unternehmer, als Geschäftsmodell durchziehen möchtest, war das ein Ratschlag, der darauf einzahlen kann, dass du in der Wahrnehmung deiner Kunden ein absoluter Top-Unternehmer bist und kein Schwätzer. Also nimm es bitte so mit und achte gegebenenfalls auch bei der Auswahl von Investitionen, die du in deine Weiterbildung tätigen möchtest, ganz genau darauf, was ist die Leistung hinter dem Produkt, was du bereit bist einzukaufen. Denn nur dann wirst du natürlich auch bekommen, was du einkaufst. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen können. Hast du die Glocke betätigt? Hast du vorher abonniert? Oder musst du das jetzt direkt im Anschluss an dieses Video noch nachholen? Also, wenn du noch nicht abonniert hast, klicken, Glocke, nächstes Video bekommen und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Bis dahin, dir eine gute Zeit. Ciao, ciao.